Ja, hallo, servus. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Four auf dem Golfplatz nutzt. Wenn ihr also am Golfplatz seid und so wie ich jetzt gerade am T1 steht, dann öffnet ihr eure Four-App und wenn ihr eingeloggt seid, kommt ihr dann auf diese Seite, dann klickt ihr oben links auf Play Golf. Jetzt werden euch die Plätze in der Umgebung angezeigt und ihr wählt dann den Golfplatz aus, auf dem ihr seid. Das mache ich jetzt mal. Dann legt ihr fest, von welchem Abschlag ihr spielen wollt. Und nun könnt ihr auf Runde starten klicken. In meinem Fall habe ich auch eine Apple Watch. Wenn ihr die Apple Watch besitzt, dann drückt ihr jetzt auf Starte Watch. Dann wechselt ihr auf eure Ansicht auf der Watch. Dort drückt ihr den Start-Button und könnt dann auf Fortsetzen machen und habt jetzt eure Runde am Laufen. Während der Golfrunde habt ihr vier Ansichten. Die erste, die ihr hier seht, das ist der sogenannte Rangefinder. Da seht ihr eben die Entfernungen bis zur grünen Mitte, Grünanfang und Ende des Grüns und die Entfernung, wie weit ihr vom Abschlag entfernt steht. Die zweite Ansicht, das ist der sogenannte Birdie Finder oder Yardage Book. Da könnt ihr entsprechend hier jetzt mit dem Fadenkreuz Bunker einmessen und Entfernungen definieren, die ihr eben halt spielen wollt. Dann habt ihr noch einen dritten Reiter, das ist das, wo ihr die aktuelle GPS-Spur sehen könnt. Und der vierte, das ist das, bei der mir den Score eingibt. Ich kürze es jetzt mal ab, ich spiele das Loch jetzt nicht, sondern ich gebe jetzt mal hier bei dem ersten Loch ein Paar ein mit zwei Putts. Ich könnte jetzt beispielsweise über Edit Putts auch an diesem Loch definieren, wo ich eben wo die Fahne stand und wo ich geputtet habe. Das kann ich während der Runde machen, das könnt ihr aber auch danach machen. Dann gehe ich zurück zur Scorekarte und jetzt beende ich meine Runde auch wieder, indem ich hier unten auf den Stop-Button drücke. Jetzt kriege ich die Info, dass ich zuerst das Tracking auf meiner Watch stoppen muss. Das mache ich jetzt und entsprechend kann ich jetzt hier das Tracking auch auf dem Telefon beenden. Ich will beenden, jawohl, und ich will auch meinen Score speichern. Und jetzt habe ich hier nochmal eine kleine Übersicht über mein Ergebnis und kann hier meine Runde beurteilen, kann Notiz zufügen, kann den Platz beurteilen und kann das speichern. Je nachdem, ob jetzt quasi Internetverbindung hast oder nicht, kannst du die Runde entweder jetzt hochladen oder später hochladen. Wenn ihr sie später hochladen möchtet, ist auch kein Problem. Ich klicke da einfach mal drauf. Dann seht ihr hier oben rechts bei Upload Rounds, dass hier zwei Runden zum Upload noch ausstehen. Und ihr könnt sehen, die Runde, die ich jetzt gerade getrackt habe, ist die oberste. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Button klicke, dann geht sie nochmal auf und ich kann die Runde jetzt hochladen. Und damit steht die Runde jetzt zur Nachbereitung bei Edit Rounds zur Verfügung. Die wird dir jetzt auch gleich hier als allererstes angezeigt und dann kannst du deinen Nachbereitungsprozess starten.